Heute zeige ich dir 7 konkrete Knackpunkte, bei denen du aufpassen musst, wenn du eine Unterstützungskasse als Altersvorsorgeeinrichtung für dein Unternehmen und für deine Mitarbeiter etablieren willst. Mit diesen 7 Knackpunkten kannst du dann nämlich genau identifizieren, ob du an einen seriösen und zuverlässigen Anbieter geraten bist und ob das Modell U-Kasse überhaupt tatsächlich dafür sorgt, dass du die richtigen Ziele damit erreichst. U-Kasse, ja, was ist das eigentlich genau? Und zwar bewegen wir uns im Bereich der U-Kasse, Unterstützungskasse, in dem großen Bereich betriebliche Altersversorgung. Das heißt, du machst die Zusage an einen Arbeitnehmer anlässlich seines Arbeitsverhältnisses, damit er eben später Altersvorsorgeleistungen bekommt. Für den Arbeitnehmer sind die Beiträge, die er monatlich an die U-Kasse abführt, kein steuerpflichtiger Arbeitslohn, also keine Steuerpflicht in der Anwartsphase. Dafür voll steuerpflichtig bei der späteren Auszahlung, also die sogenannte nachgelagerte Besteuerung. Beim Arbeitgeber wiederum sind die Beträge bis zu einer bestimmten pauschalen Höhe Betriebsausgaben in der Firma. Daher ist das sehr interessant für viele. Ja. Jetzt kommen wir mal zur Unterstützungskasse an sich. Das ist also eine Versorgungseinrichtung, die aber satzungsmäßig keinen Rechtsanspruch auf Altersvorsorgeleistung gewährt. Deswegen wird diese Einrichtung auch nicht von der BaFin beaufsichtigt. Die meisten Unterstützungskassen sind ein eingetragener Verein. Ganz selten gibt es auch mal eine GmbH. Ja, und jetzt kommen wir zu den 7 Knackpunkten, bei denen du eben aufpassen musst. Knackpunkt 1 ist die Ertragskraft der ausgewählten Unterstützungskasse. Wichtig ist hier zu prüfen, wie steht denn der Versorgungsträger, also diese ausgewählte U-Kasse, wirtschaftlich und finanziell überhaupt da? Wirtschaftet sie vielleicht auch in die eigene Kasse? Gibt es vielleicht sowas wie Anhaltspunkte für Kickback-Zahlungen an Vorstände? Wie ist die Verwaltungskostenrate? Ist mein zugeteiltes Vermögen abgetrennt von dem Vermögen anderer Trägerunternehmen, die auch gleichzeitig in dieselbe Einrichtung einzahlen? All das sind Fragen, die du dir unbedingt stellen musst und die du prüfen musst. Knackpunkt 2. Welche Art der Unterstützungskasse wird gewählt? Hier gibt es eben rückgedeckte Unterstützungskassen. Das heißt, die zahlen ihrerseits Beiträge an einen Versicherer, zum Beispiel an die Allianz. Und die legt dann das Geld dafür an, um auch später die Leistungen an die Arbeitnehmer zu bezahlen. Daneben gibt es aber diese Pauschaldotierung. Das heißt, die nehmen einfach das Geld des Trägerunternehmens, also des Arbeitgebers, und legen das selbst an. Also hier muss man ganz arg aufpassen, ob diese Kasse tatsächlich auch dem Arbeitgeber freie Hand lässt oder sagt, nein, du musst das Geld so und so anlegen und wir stellen dir die Produkte dafür bereit. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch so ein Hinweis drauf, ob die vielleicht in die eigene Tasche wirtschaften. Knackpunkt 3, Thema Darlehensauszahlung und wie flüssig bin ich eigentlich? Die meisten U-Kassenmodelle funktionieren so, dass diese laufenden Zuwendungen der Arbeitgeber monatlich wieder an die zurückgewährt werden als Darlehen an die Firma. Und sobald dann das Rentenalter des Arbeitnehmers eintritt, muss der Arbeitgeber das Darlehen gegenüber der U-Kasse dann natürlich auch tilgen, damit die Versorgungsleistungen an den Arbeitnehmer überhaupt ausgezahlt werden können. Also das Darlehen muss die ganze Zeit werthaltig sein und das Geld muss natürlich auch da sein zu diesem bestimmten Zeitpunkt, wo es gebraucht wird. Ja. Knackpunkt 4, die U-Kasse ist ein Tresor. Also alle Zuwendungen an die Kasse, die jemals getätigt worden sind, sind immer nur für Altersvorsorge zu verwenden. Und man kann auch nicht einfach den Versorgungsweg wechseln, weil man eben von diesem Modell beispielsweise nicht mehr überzeugt ist oder auch der Makler zum Beispiel ein anderes Modell angeboten hat. Das heißt, man kommt nicht mehr an das Geld für anderweitige Zwecke, so lange, bis ich als Arbeitgeber kein Trägerunternehmen mehr bin und alle Versorgungsverpflichtungen an den Arbeitnehmer oder an alle Arbeitnehmer fertig erfüllt sind. Das ist also wie ein Tresor. Wichtig ist, dass der Arbeitgeber also das Geld nicht braucht und auch zuverlässig abschirmt. Knackpunkt Nummer 5 ist der Betriebsausgabenabzug.
Versprochen wird ja immer dieser Betriebsausgabenabzug beim Arbeitgeber. Also der Betriebsausgabenabzug, der ist sozusagen die heilige Kuh des Ganzen. Und der soll nur möglich aber sein, solange das zulässige Kassenvermögen nicht überschritten wird. Das heißt, es ist immer darauf zu achten, dass zum Beispiel bei seriösen U-Kassen der Steuerberater automatisch eine Auswertung von dem aktuellen Kassenvermögen bekommt. Und darüber fertigen eben seriöse U-Kassen jedes Jahr neue Gutachten an. Also hieran merke ich auch, ob es eine gute oder schlechte U-Kasse ist. Außerdem ist darauf zu achten, beziehungsweise man muss genau prüfen, sagt derjenige Vermittler oder Makler, welcher mir hier ein U-Kassenmodell verkaufen will, sagt er denn die Wahrheit, dass dieser Betriebsausgabenabzug gedeckelt ist? Ja, wie rechnet er den genau vor? Zum Beispiel, dass die Deckelung auf maximal 2 Jahresrenten eines Arbeitnehmers begrenzt ist. Und noch nicht mal das, weil ja auch Reservepolster da sind, die wiederum Erträge generieren und die auch wieder in Abzug gebracht werden müssen. Also spricht der Makler hier die Wahrheit und macht er das transparent? Oder behauptet er nur, du kannst alle Beträge als Betriebsausgaben abziehen? Knackpunkt Nummer 6. Wichtig ist, dass zum Leistungszeitpunkt natürlich das Geld auch da sein muss. Deshalb, die U-Kassen sind nur was für Arbeitgeber, denen es in erster Linie darum geht, ihre Arbeitnehmer ordentlich zu versorgen und nicht in erster Linie die U-Kasse als Modell für die eigene Innenfinanzierung des Unternehmens zu nutzen und sozusagen mit Geldern der Mitarbeiter zu spielen selbst, ne, mit diesem Darlehen. Ja, noch eine Anmerkung dazu. Bei der Leistungszusage aus der U-Kasse wird in der Regel an den Arbeitnehmer ein ziemlich geringer Darlehenszins vereinbart. Es könnte also für den Arbeitnehmer weitaus vorteilhafter sein. Ich bringe dem Arbeitnehmer bei, wie er zum Beispiel auf privater Ebene einen Aktiensparplan macht, auch wenn er dann natürlich Geld anlegen muss, was er vorher schon versteuert hat. Aber durch die weitaus höhere Rendite kann es sein, dass ich das um ein Vielfaches rechnet gegenüber beispielsweise dem U-Kassenmodell. Knackpunkt Nummer 7. Die Errichtung einer Unterstützungskasse, die hat natürlich erhebliche anfängliche und auch laufende Kosten, die mit beachtet werden sollten. Und davon bekommt zum Beispiel ein Makler richtig viel ab. Was haben wir für Kosten? Wir haben Rechtsanwalt, Steuerberater, gegebenenfalls externer dritter Berater. Wir haben Zahlungen an den Pensionssicherungsverein. Wir haben Kosten der U-Kasse für die laufende Überwachung des Personalbestands, für Dotierungsaufforderungen, für Verwaltungsarbeiten, für den Steuerberater, ne, die Gutachten, Kassenvermögen und so weiter, für die Verwaltung des Darlehens und so weiter. Dafür fallen immer jährliche Kosten an. So, Fazit. Jetzt weißt du genau, worauf du zu achten hast, wenn du dich also mit dem Gedanken beschäftigst, ob ein U-Kassenmodell etwas für dein Unternehmen wäre. Und jetzt bist du dran, also immer vergleichen, mehrere Anbieter prüfen und dir die Kosten ganz transparent darstellen lassen. Und wichtig nochmal, nicht nur einfach die Altersversorgung an die Mitarbeiter zusagen, um diesen Innenfinanzierungseffekt zu haben, dass der Arbeitnehmer einem quasi das Geld zur Verfügung stellt als Darlehen und ich als Firma so ein bisschen damit wirtschaften kann. Das sollte tatsächlich nicht dein intendiertes Ziel sein. Wenn du allerdings stattdessen lernen willst, wie du wirklich richtig wirkungsvolle Steuersparmodelle für dein Unternehmen etablierst, dann lade ich dich herzlich ein, auf unserer Seite www.steuerpreneure.de dich für ein kostenfreies Erstgespräch einzutragen. Ich freue mich auf dich. Bis dann.